was bisher geschah in Neo. It's time for your execution. Und so geht es weiter. Moin moin YouTube und willkommen zu dem vierten Part unseres Let's Plays zu Neo. So, wir sind jetzt hier in einem Sumpfgebiet und oh mein Gott, lass uns los. Oh, jetzt wollen wir schön vollgekotzt mit seinem scheiß Schleim. Jetzt sind wir auch vergiftet, verdammt. Also wir sind so in so einer Art Giftmine und das gefällt mir schon mal gar nicht. Ist ja wie ein Dark Souls hier. So, hier haben wir einen Generator, mit dem wir hier diese giftige Luft einsaugen können. Hoho. Jawohl, hier ist auch schon so ein komischer Giftstein. Den haben wir auch schon zerstört. Das heißt, in diesem Gebiet sollte es jetzt nicht mehr giftig sein. Aber wir sind trotzdem vergiftet. Oh oh. Ich glaube, das ist hier Boss-Time, Leute. Und das scheint auch ziemlich giftig zu sein hier, das ganze Gebiet. Ich werde also erstmal versuchen, gleich nach diesen, nach diesem Giftstein Ausschau zu halten. Anscheinend ist es wütend wegen etwas. Aber ich glaube nicht, dass es uns den Grund verrät. Wir werden kämpfen müssen. Ja, wer hätte das gedacht? Hier war schon ein Generator. Wenn wir den erstmal direkt anschmeißen. Aber ich habe jetzt noch keine Giftsteine gesehen. Ballern wir erstmal kurz ein bisschen. Oh, das hat ja echt. Ah, der besteht also aus verschiedenen Elementen. Und er kann leider auch hier rauf. Wir werden hier. Haben wir jetzt welche zerstört? Ich glaube schon. Also sind so verschiedene Dinger, laufen jetzt hier einzeln rum, ich weiß es nicht genau. Und dann hat er noch ein Hauptelement, die anscheinend nicht. Oh, der wäre mir fast runtergefallen. Wie heißt der eigentlich? Großer Tausendfüßler, origineller Name, aber gut. Ich glaube, ist da unten noch im Eis verlangt. Oh, what the hell? Also wenn er normal läuft und wir in seinen Maul geraten, dann zieht uns Energie ab. Das ist ja nicht so nice. Ich muss erstmal rausfinden, was für Moves er drauf hat. Weil, oh Gott. Ah, diese. Okay, alles klar. Also er kann auch, was ist das, Gift auskotzen. Dann sind wir bestimmt direkt. Oh. Das ist ja nice, dass wir nun wieder zu. Oh! Und er kann uns auch betäuben. Alles klar, ist gut zu wissen. Also Gift kann er ausspucken, Betäubungsschleim. Jetzt hat er wieder Gift. Jetzt machen wir das nochmal wieder an hier, weil ich glaube, da war wieder ein bisschen dunstiger Nebel unten. Ich glaube, ich laufe jetzt erstmal hier. Oh, da ist ein Stein. Alles klar, ich hoffe mal, dass wir ihn schnell hier vernichten können. Und, fuck. Alles klar, den ersten haben wir zerstört. Hier ist bestimmt noch irgendwo einer, weil ich glaube, einer ist für dieses ganze große Gebiet zu wenig. Müssen wir hier hochklettern. Oh, wenn es irgendwie geht. Weil das Viech muss dann, glaube ich, wieder außen rum krabbeln. Oh, da liegt eine Leiche. Mal gucken, was das Schönes ist. Ah, war ja klar, Gegengift. Da haben wir eigentlich genug von. Paar Bomben noch auf ihn schmeißen. Vielleicht kann. Oh Gott. Was macht er? Oh, Stein geworfen hier, du kleine Bitch. Ich glaube, so richtig zum Brennen können wir nicht bringen. Da ist deine Resistenz zu hoch. Oh, der wollte uns noch betäuben. Also bisher haben wir da jetzt noch nicht so viel Schaden zugefügt. Was? Das hat ihn nicht getroffen? Oh, oh. Wir sind einfach an ihm vorbeigeflogen, aber. An sich glaube ich nicht, dass der Boss so wirklich schwer ist. Also bisher zumindest. Er ist zumindest keine krassen Moves drauf. Und ich glaube, also an Stein, also an diesen Art Giftstein haben wir doch wirklich schon alle
zerstört hier. Also hier ist jetzt erstmal kein Gift mehr unten. Das heißt, ich werde mal... Oh, das ist... Oh, das war Gift. Aber wir sind nicht vergiftet. Das war noch ganz knapp. Uhuhu. Wahrscheinlich, wenn der uns getroffen hätte, wären wir vergiftet geworden. Oh, oh, was macht er? Schon wieder Gift. Leute, was geht denn hier ab, ey? Komm schon, was macht denn noch immer nur Giftspritzen hier? Oh, oh. Und jetzt hat er einen Stein geschmissen. Oh, oh, jetzt ist er unten. Jetzt muss ich... Jetzt ist er wieder aufrecht, okay. Wir können auch durch dieses Holz spucken. Okay, wir ziehen eigentlich auch recht gut viel Energie ab. Man muss halt nur aufpassen, dass man halt nicht in seine Zänge da, oh, wie jetzt gerade, in seine Stacheln da gerät. Und wir wurden vergiftet, oder? Ja, wir wurden vergiftet. Oh, 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 fuck, fuck. Lauf, Potter! So, erstmal heilen, also gegen das Gift heilen und so heilen, zack. So, ein paar Granaten nochmal raufholzen hier. Aber... Großes habe ich jetzt vor dem Boss eigentlich jetzt nicht. Also macht halt seine komischen Range-Attacks. Also ein Giftspucken, Betäubungs- oder Steinspuck. Und dann kann er halt mit seinen Fühlern da, mit seinen Stacheln halt ein bisschen Schaden machen. Aber das war es im Endeffekt auch schon. Also schwierig ist der Boss, glaube ich, jetzt nicht. Außer er hat noch irgendwie eine andere Form. Vor allem, weil wir jetzt... Oh, nice! Wir haben seine Ausdauer zu Ende gebracht. Mal gucken, ob jetzt irgendwas gleich passiert. Oh, läuft er gerade weg vor uns? Okay, er läuft weg. Was hat das auf sich hier? Wir klettern erstmal zur Sicherheit hier hoch, falls er vielleicht hier gleich unten wieder alles voll kotzt. Was macht er denn? Okay, irgendwas passiert hier gleich, Leute. Irgendwas passiert hier. Er verkriecht sich. Aber ungefähr nur noch ein Viertel seiner Energie. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, ich höre ihn gerade. Wo ist er denn? Wo ist er? Ah, da unten ist er. Oh, er hat wieder all seine Gliedmaßen. Okay. Wir werden nochmal hier den, das hier aufsaugen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob jetzt Gift ihm wieder am Start war. Oh, da ist er auch schon. Oh, er ist verdammt schnell, ey. Er ist so viel schneller als ohne seine Gliedmaßen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal seine ganzen Gliedmaßen wieder von seinem Körper trennen. Weil ich glaube, sonst ist er echt viel zu schnell. Ich überlege gerade, oh, kann ja direkt da runter, okay. Er ist echt schnell, verdammt, ey. So, jetzt haben wir die Chance. Oh, komm schon, weiter metzeln hier. Erstmal wieder ein bisschen weglaufen hier hoch. Hoppala, da musste ich kurz den Controller wechseln. Gut, also, da ist wieder, da ist wieder so ein neuer Giftklumpen, glaube ich. Aber jetzt können wir gerade von hinten schön Damage machen. Das nutze ich erstmal aus. Aber wir sind... Wir sind noch vergiftet jetzt. Hier ist der Giftklumpen, der scheine Scheißhaufen. Den hat er, glaube ich, dahin hingekackt, oder? Oh, oh, schnell hier hoch, weil unsere Energie ist gerade nicht mehr so hoch. Ich will jetzt nicht sterben. Das heißt, erstmal Gift heilen und dann ein schönes Elixier zu sich nehmen. Weil er muss jetzt, glaube ich, hier ganz außen rum. Und jetzt können wir schön von oben... Oh, fuck, das hat nicht getroffen. What? So, erstmal die Rüstung aufsammeln. Nice, nice. Wieder hier schön hoch. Jetzt will er wieder da hinten hoch. Vielleicht können wir jetzt ihn irgendwie wieder von oben. Wobei, saugen wir nochmal kurz die giftige Luft hier ein. Okay, jetzt kommt er hierher. Oh, oh, komm zu Daddy. Oh, was ist? Okay, nice. Da können wir ein paar Mal schlagen. Sehr geil, jetzt haben wir ihn gleich, Leute. Wir haben ihn gleich. Wow, wow, wow. Was war das denn eben? Nicht getroffen hier mit einem Giftschleim. Junge! Okay, er ist wieder runtergefallen, warum auch immer. So, jetzt kommen schön zu Papa. Hier nochmal ein paar Granaten. Also, der müsste... Oh, oh. Oh, 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 wir sind... Oh, oh, nein, nicht sterben jetzt. Ah! Oh Gott sei Dank hat er nur sein Gift gemacht und uns nicht geschlagen, ey. Da haben wir echt Glück gehabt, Leute, weil eigentlich hätte er uns da bestimmt locker töten können. Komm zu Daddy. Komm. Oh, seine Ausdauer ist down. Ich dachte schon... Okay, wir haben ihn besiegt, Leute. Woohoo, dieser komische Krabbelgift-Boss wurde besiegt.
sehr nice, gefällt mir. Und auf geht es zum nächsten Gebiet. Es scheint jetzt ziemlich wässrig zu sein. Und viele Schiffe sind ja auch am Start. Schauen wir mal. Oha, ihr bei den ganzen Schiffstrümmern. Komm schon. Willst du einen Headshot kassieren, Junge? Willst du einen Headshot kassieren? Boom, Headshot. Nice. Und das ist auch irgendwie so ein komisches Viech. Ich hasse diese Viecher, weil die so viel aushalten. Aber die sind eigentlich ziemlich schwach gegen Feuer, warum auch immer. Komm schon, komm. Oh, oh. Komm schon. Yes, den haben wir jetzt auch zerstört. Nice. So, was ist das hier dann für ein Schatz? Ein Wettstein. Okay, toll. So, dann gehen wir mal zu dem Boss. Let's go. Okay, der zweite Boss. Umibozu. Ein riesiger Schleimhaufen aus dem Meer. Also gut. Dann schauen wir mal. Er ist bestimmt auch ziemlich schwach gegen Feuer. Dann werden wir unserer Klinge erstmal das Element Feuer verleihen. Oh, oh, oh. Okay, er kann Trümmer auskotzen. Ich glaube, er brennt jetzt. Oh, er brennt jetzt. Nice. Sehr geil. Das ist nice, dass wir ihn zum Brennen bringen können. Hui! Irgendwie echt ein komisches Wesen, muss ich sagen, ey. Ich verstehe es nicht ganz. Wow, ein Solarstrahl hat er auch noch, ey. Ist ja wie bei Pokémon hier. Aber oh, was macht er jetzt? Ich hatte schon, er macht wieder seinen Solarstrahl, weil in die... Oh, da war er wieder. Holy shit. Weil in diesen Strahl möchte ich ungern reingeraten. Aber ehrlich gesagt haben wir echt schon viel Energie abgezogen in so kurzer Zeit. Jetzt springen wir auf die andere Seite. Kommen zu Daddy. Yes, schön Damage machen hier. Ich muss halt immer aufpassen, dass er nicht seinen Solarstrahl hier verwendet. Das dachte ich schon gerade wieder. Immer dieses riesige... Jetzt vielleicht? Nee, doch nicht. Ich dachte eben, weil er so aufgeladen hat. Jetzt vielleicht? Nee, jetzt macht er seine komischen Schleimhände. So, mache ich jetzt mal wieder Feuer auf meine Klinge. Weil es ja sehr effektiv ist. Also das macht nicht so viel Schaden, muss ich sagen. Wow, 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 aber das dafür. Wow. Okay, da kam wieder ein Schiff rausgekotzt von ihm. Jetzt aber Solarstahl. Jawohl. Jetzt können wir ein paar Mal damagen hier. Brennt er auch wieder? Ich glaube, er brennt wieder. Sehr geil, sehr geil. Jetzt haben wir ihn, glaube ich. Oh, was ist jetzt? Wow, er springt hier mitten aufs Feld diesmal. Okay, nice. Was macht er? Okay. Das zieht ungefähr 3/4 unserer Energie ab. Was macht er jetzt? Ach du Scheiße. Also da muss ich echt aufpassen. Und da sind noch 2 weitere Schleimkluppen jetzt auf dem Feld. Aber machen wir mal unsere Geist Power. Let's do this. Komm schon, komm schon. Okay, ich glaube, da habe ich jetzt nicht so mega viel Schaden gemacht. Aber immer... Oh, oh. Fuck. Ich glaube, jetzt macht er gleich wieder seinen... Oh, weg, weg, weg. Shit, das war wieder zu spät. Also bin ich zu spät ausgewichen. Nice, er hat wieder Feuerschaden. Erstmal lieber heilen. Wir haben noch 2 Elixiere. Das sollte aber nicht ganz gut klappen hier. So, jetzt sind wir schön auf Distanz gegangen. Das war gut. Und jetzt erstmal wieder zurückbleiben. Oh, ah, da bin ich zu früh rangegangen. Aber... schnell heilen hier. Ein Elixier haben wir jetzt noch. Und er ist fast tot. Es sollte doch jetzt hier irgendwie klappen, dein Motherfucker. So, jetzt hier ran. Komm schon. Yes, Leute. Da ist der Boss down hier. Der zweite für die heutige Episode. Oh, ich kann nicht atmen. Hilfe. Halt's Maul, Junge. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Das war der 4. Part. Über ein Abo und einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Also, Leute, haut rein und passt auf euch auf. ナイフ家康殿は西国の調略を進めておる。毛利では異国の者まで連れておったぞ。東国の渋谷道じゃ大谷行部殿。信州真田はこちらにつきましょう。しかし
東国は今や徳川が本拠、多くの大名がすでに密約を結んでおりまする。三成殿も人気がないの。いやはや全く。いかにすればここまで嫌われることができましょう。ならば、もののわからぬ大名どもに今一度義を説こう。文か。また義を振りかざして敵を増やさぬといいが。家康殿には正攻法では勝てぬ。わしと共に手を汚してくれんか、刑部殿よ。うん、もはやろくに目も見えず下法で生きておるに、今さら正道を歩もうと神仏の救いは受けられますまい。この者が太宰府に秘匿された五国の霊石を見つけ、こたびの戦で役立ててはと申しておりまする。わしらも異国の者に頼ると申すか。